Also wir sind im Reitverein heute mit 60 Jahren Jubiläumsturnier. Durch die Corona-Pandemie haben wir natürlich ein Stück weit alles ein bisschen eingrenzen müssen. In der Vergangenheit hatten wir noch einen Bauernmarkt und auch ein schönes Festzelt. Dieses Jahr haben wir uns nur auf den Sport konzentriert. Machen aktuell das größte Freilandturnier in Sachsen mit Springen bis zur Kategorie S3 Sterne. Für so einen kleinen Verein, wie wir sind, mit ungefähr 100 Mitgliedern, eine ganz schöne Aufgabe. Am Ende geht es so das ganze Jahr. Wir fangen jetzt nach dem Turnier schon wieder an mit der Planung fürs nächste Jahr. Haben dieses Jahr 250 Reiter mit über 800 Pferden. Und das ist schon für unseren Verein eine herausragende Leistung für die ganzen Mitglieder mit den ganzen Arbeiten. Und es gelingt auch immer jedes Jahr besser. Wir haben sehr gute Resonanzen, gute Sponsoren, sehr viele Reiter, die uns immer wieder loben und mittlerweile auch aus ganz Deutschland Teilnehmer, was jetzt in den letzten Jahren sich entsprechend so entwickelt hat. Sine Nobilitate, die 776.2020, ein besonderes Jahr in der Zeit von Corona. Dennoch hat der Veranstalter hier Dorf Chemnitz keine Mühe gescheut, diese große Veranstaltung geschehen zu lassen. Wir haben natürlich Glück mit Dorf Chemnitz, dass sie auch den Reitern nach der doch großen Durststrecke an Turnieren die Chance bietet, hier auf große Tour zu reiten. Mehrere Touren sind angetreten, das heißt mittlere Touren über kleines S bis zur großen Tour. Hier ist der Finaltag heute. Nicht nur im Springen, auch in der Dressur geht es bis zur schweren Klasse. Von daher großes Dank an den Veranstalter, an alle, die dazu beigetragen haben, die Veranstaltung auf diesem Niveau hier geschehen zu lassen. So, Startliste ist gespeichert für die nächste Prüfung. Das Turnier, ich bin ja fast jedes Jahr hier, wird immer besser jedes Jahr. Böden, die Hindernisse, die Teilnehmer, die Organisation, Sponsoren halten zur Stange. Wir hoffen, dass nächstes Jahr auch wieder alles in gewohnter Weise ausgeschrieben werden kann. Und phänomenal freue ich mich über meine Pferde. Als Anprobikat ging schon spitze und ein Lot of Stop ging halt sein zweites 3-Sterne-S und hat es gleich gewonnen. Da wird sich mein Vater riesig freuen. Ja, das Bruns Jumping Arena Gardo, das ist es. André Thieme.